Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Witz vom Hell. Wir sind auf der Strecke Augsburg-München, genauer gesagt in Mammendorf. Ich habe vor kurzem mir eine Single-Tagesfahrkarte geholt von Mammendorf nach Hauptbahnhof München hin und zurück und bin einmal mit der BR423 gefahren, um das vergleichen zu können mit dem Train-Simulator. Lasst als erstes die Fahrgäste zusteigen und rüstet dann die 423 auf. Abfahrt pünktlich um 17.44 Uhr. Türen habe ich geöffnet. Und ihr seht hier schon von Railworks die BR423. Ich habe die Original-Triebkopfnummer genommen, mit der ich auch gefahren bin. Die habe ich so reingetippert im Editor. Genauso die ZZA habe ich dort eingestellt. Für die Triebköpfe fangen die dann mit RD an. Sonst steht da mal XX drin, das könnt ihr dann austauschen. Und bei den 433ern ist das dann nur das D. Das D steht für Mammendorf. Ich weiß nicht, ob das R für die S3 steht, das könnte durchaus sein. Dass man da auch noch andere S-Bahn-Linien reintippern kann. Das Licht lasse ich hier vorne aus bekannten Gründen mal aus heute. Das Zugspitzensignal, normalerweise kann man das mit H einschalten, das frisst aber immer ein paar Bilder. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, hier vorne. In unseren Führerstand und wir aktivieren die SIFA und die PZB und den Scheibenwischer. Da es etwas regnet, das Wetter ist durchwachsen, so wie das Wetter auch dann dem Tag war, wo ich gefahren bin. Also kurz das Trigger ein bisschen zentrieren, ja, so ist das wunderbar. Der Fahrtrichtungswender, das ist hier der kleine Schlüssel, den einmal auf V wie vorwärts stellen. Pantograph ist alles schon oben. Ich könnte jetzt noch die Führerraumbeleuchtung einschalten, dann ist das Video eventuell ein bisschen heller für euch. Oder lasse ich die aus? Na, kommt, ich mach die mal an. So, Abfahrt ist um 17.44 Uhr. Ich habe mir die Abfahrtzeiten aus dem Original S-Bahn-Fahrplan rausgesucht. Und ich werde versuchen, die einzuhalten. Dann müssten wir 18.23 Uhr im Hauptbahnhof Tief sein, München. Wenn man, bin realistisch, glaube nicht, dass wir es hundertprozentig schaffen. Von Mammendorf bis Maisach ist die S-Bahn-Strecke eingleisig, hat Maisach dann zweigleisig. Und wie gesagt, die Aufgabe habe ich mir selber erstellt. Deshalb werde ich die auch nicht veröffentlichen, weil ich, wenn ich die selber erstelle, viel Rollmaterial verwende. Ich habe sehr viel Rollmaterial und derjenige müsste das auch haben und er müsste das auch wissen, was er da haben muss. Ich müsste das im PDF schreiben. Und da habe ich einfach keine Zeit und Lust dazu, Support zu machen oder euch einfach so das Ding hinzuknallen und ihr kommt damit nicht weiter. Wenn es jemand unbedingt haben möchte, dann soll er das in die Kommentare reinschreiben oder mir eine E-Mail schreiben, vfh@witzfromhell.de, dann lasse ich ihm das RWP-File zukommen und er kann schauen, was er da noch braucht. Aber das sind dann nur Ausnahmefälle, also ich werde das nicht auf irgendeine Seite packen, die Aufgabe. Ich habe die Standard 423 von Railworks genommen, habe das Community-Update eingespielt, dadurch kann man hier diesen Hebel viel besser bedienen. Und an der Seite steht auch S-Bahn München dran und man hat noch ein paar andere S-Bahn-Varianten. Kommt, wir müssen los. Wechsel blinken. Und ZB frei. Und gleichzeitig habe ich auch noch das Sound-Update eingespielt von dem Train-Team Berlin, welches den Sound von den KI-423ern aus dem BR-143er Plus-Pack nimmt und hier rein importiert, also diese von der Railworks, die Sounds updated. So wie die BR-423 von Railworks kommt, da sind als Sounds, das klingt so wie die Standard BR-101 und das ist reichlich unrealistisch, finde ich.
So, wir werden auch nur bis Hamburg tief fahren. Weiter geht die Strecke hier leider nicht. Normalerweise fährt die S3 von Mammendorf nach Holzkirchen, weshalb auch außen in der ZZA Holzkirchen bei uns steht. Wie am Original. Nächster Halt, Malching. Ausstieg links. Bremsen muss man echt üben mit der 423. Regionalexpress nach Augsburg. BR111 mit Dostos. Wie gesagt, ich war gerade im Süden, ich war in Fürstenfeldbruck, bin mit dem Auto mal nach Mammendorf gefahren und habe mir da die Fahrkarte besorgt. Links die Geschwindigkeitsstrecke. Und bin dann mal zum Hauptbahnhof gefahren, ich will mal Hamburger Hauptbahnhof sagen. Natürlich Quatsch, zum Münchner Hauptbahnhof gefahren. Um ein bisschen Züge zu gucken, Loks zu gucken und sowas. Ich hab da recht gute Sachen eigentlich gesehen. Vielleicht hau ich nachher in Abspannung ein paar Fotos einfach rein, da könnt ihr mal schauen. Es ist ja die Strecke Hamburg-Hannover angekündigt von Railworks. Dann wollen wir das Hamburger Hauptbahnhof auch gar nicht mehr abgewöhnen. Kann ich das gleich beibehalten. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass sie ein bisschen ressourcenschonender ist als München. Von den Objekten her. Oh, gelbes Vorsignal. Wahrscheinlich, weil wir gleich das Gleis wechseln werden und nicht mit 120 über die Weiche donnern sollten. Nächster Halt, Maisach, Ausstieg links. Hier ist die S-Bahn dann auch zweigleisig bis München. Muss sagen, der Wiedererkennungswert ist sehr hoch. Ich kannte die Strecke jetzt halt nur von Railworks. Klar, es gibt so ein paar Standardhäuser links und rechts, kann ich auch nicht jedes Haus nachbasteln. Vom Aufwand her, also solange die Bahnhöfe hier sowas links in Ordnung sind, passt das alles. Der Wiedererkennungswert sehr, sehr, sehr hoch. So, Maisach. In Maisach hat man 3 Minuten Aufenthalt. Laut Fahrplan. Das heißt, wir können mal ganz kurz noch hier reinschauen. Das ist auch sehr schön. Der Innenraum gefällt mir eigentlich sehr gut.
fehlen nur noch die Kameras und die Griffe für die stehenden Fahrgäste, die Haltegriffe. Dafür sind aber das Schnellbahnnetz hier abgebildet. Wir sind hier auf dieser Strecke, fahren bis hierhin, München Hauptbahnhof. Normalerweise, glaube ich, geht die hier weiter nach. Eine von den beiden ist dann Holzkirchen. Sonst ist das sehr gut. Ja, hier vorne den Lokführer kann man auch nicht wirklich zuschauen. Da hängen eine Gardine drin. Aber ich glaube, die sind eh schon genervt, dass die täglich gefilmt werden von irgendwelchen Bahnnerds. Da sei denen das gegönnt. So, wir müssen 17:52 eigentlich weiterfahren. Ich denke, das wird nicht genau was werden. Und so. Das ist immer ein bisschen schwierig im Editor, das so einzustellen. Wenn da eine Ankunfts- und eine Abfahrtszeit hat, dann ist das genau die Zeit, die der die Türen aufhaben will, für Leute zusteigen. Was natürlich Quatsch ist, wenn ich jetzt hier eine Minute zu spät ankomme, kann ich trotzdem 17:52 losfahren. Schön zweigleisig hier und hinter der Schaltschutzwand die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wie auch zweigleisig. Also hier sowas hat einen großen Wiedererkennungswert, das sieht man auf jeden Fall. Das erkennt man dann auf jeden Fall und freut sich. Eine S-Bahn zu fahren macht auch mal Spaß, weil man wirklich die Strecke mal kennenlernt mit den einzelnen Halten. Das ist was anderes, als eine halbe Stunde da durchzudonnen mit dem Hochgeschwindigkeitszug. So 200, 230, 280. Und man mal ein paar Details von der Strecke sieht, die man sonst übersieht. Nächster Halt, Gernlinden, Ausstieg links. Ein Intercity Links mit den Wagen von Virtual Railroads inklusive des neuen Bordrestaurants. Gab es ein Update-Paket für, das müsste jetzt Version 3.0a sein. Ich glaube, damit ist das Bordrestaurant mit reingekommen. Also ein bisschen vorbereitend für diejenigen. Ich denke mal für die 120er Expert Line. Auf. Oh, es fängt wieder an zu regnen. Da warte ich ja drauf auf die BR120 Expert Line. Ich denke, da werden wir noch ein, zwei ICs fahren. Oder Interregios oder auch vielleicht mal ein paar Güterzüge mit der. So, jetzt mal Scheibenwischer einschalten.
Nächster Halt, Esting, Ausstieg links. Bremsen ist nicht so einfach, da muss man sich echt dran gewöhnen. Und wenn man dann jetzt so mal eben verpennt, dass die nächste Station gleich kommt, muss man wirklich in die Eisen steigen. Und das kostet einem dann Zeit vom richtigen Fahrplan. Der ist ja dafür kalkuliert, dass man das hier kann oder hinkriegt. So, keiner mehr da. Könnten wir eigentlich pünktlich um 57 abfahren. Nächster Halt, Olching. Ausstieg links. Wie gesagt, Bremsen ist gar nicht so einfach. Ah, geht aber noch. Jetzt hat er zwar vorne vom ersten Wagen die Tür nicht aufgemacht. Sieht vielleicht auch ein bisschen besser aus. Erstens ist hier immer noch der Bug da, dass DB Bahn stehen bleibt. Und die Türen machen immer die Fahrgäste einzeln auf. Ich finde das Quatsch, dass dann alle Türen so aufgehen. Das sollte irgendwie zufallsgesteuert noch sein. Das geht halt bei anderen. Andere kriegen das auch hin. Scheibenwischer aus. Gerade mal aufgehört zu regnen. Es ist schade, dass man hier nicht so rausgucken kann, ne? Also hier für Sightseeing reicht das nicht. Aber du sollst ja hier auch Lok fahren und die Signale nur gucken. Und die Siefer drücken.
und Ansagen machen. Nächster Halt, Gröbenzell. Ausstieg links. Im Original war das eine nette weibliche Stimme vom Band. In der Parsing wurde die ergänzt durch eine männliche Stimme, die das Ganze auf Englisch dann nochmal wiederholt hat. Und die ganzen Zugverbindungen da erzählt hat. Ja, hier gibt's auch mal Güterverkehr. BR423 hat wohl mal Probleme gehabt mit der Bremsleistung, weil ich ja schon eben sagte, Bremsen ist relativ schwer. Es einfach nicht genügend Bremsleistung da war und deshalb brauchte die für die PZB spezielle Bremskurven, durfte nur in Zugart M fahren und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 und irgendwann hat man dann die Bremssoftware überarbeitet, geupdatet in den Triebköpfen. Seitdem ist diese Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h wieder aufgehoben und wir dürfen obere Zugart wählen. So, alles korrekt. Ein weiteres Problem gab es wohl mit den Lichtschranken in den Türen, dass es da ca. 60 Fälle gab, dass die nicht gemerkt haben, dass da noch eine Person stand, weil die Lichtschranke nicht unterbrochen war und Personen dadurch eingeklemmt wurden. Irgendwie so, ich habe irgendwas gelesen von 27 verletzten Personen und war dann halt so ein kleiner Skandal, weil die waren ja schon zugelassen durchs Eisenbahnbundesamt und die hätten das wohl angeblich gewusst und das trotzdem zugelassen. Naja. Ist dann aber auch behoben worden, natürlich. Und wahrscheinlich nimmt sich das Eisenbahnbundesamt deshalb jetzt so viel Zeit bei den neuen ICE-Triebzügen. Den Valeros. Also locker anderthalb Jahre. Nächster Halt, Lochhausen. Ausstieg links.
Nächster Halt, Langwied, Ausstieg links. So, bevor die S-Bahn München die BR423 eingesetzt hat, sind die mit 420ern gefahren. Irgendwo, meine ich, hätte ich gelesen, dass die auch angekündigt wäre oder sowas. Kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ob es Virtual Railroads auch war. Ansonsten wird noch mit unserem guten alten Nebenbahnretter mit der 628 gefahren, weil es gibt eine Strecke bei der S-Bahn München, die noch nicht elektrifiziert ist. Das ist dann auch die einzige S-Bahn-Strecke, die nicht im Hauptbahnhof tief, sondern oben ankommt, in der Halle. Ankündigung 60. Nächster Halt, Pasing, Ausstieg rechts. Sie finden Anschlussmöglichkeiten an bla 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 über bla 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 bla. Was weiß ich, was es da für Anschlussmöglichkeiten gibt? Auf jeden Fall werden die angesagt. Wenn ihr richtig tolle Bordansagen haben wollt, dann müsst ihr mal bei Werfsystem, beim Kamil Petrowski nachschauen. Der macht da tolle Ansagenpakete. Schöne ICE3 Doppelgarnitur.
Der ist ja cool. Ich sehe hin, der ICE-Kollege. Eigentlich habe ich da eine Haltezeit eingestellt. Manchmal macht er das, manchmal macht er das nicht. Sollte dann mindestens 3 Minuten halten. Naja. Vorne kommt jetzt gleich nur so ein kleines Stück LZB-Überwachung. Aber da sind wir, wie gesagt, nur eine LZB drin. Ich habe hier keine AFB oder irgendwas, wo ich einstellen könnte, dass der Zug das selber übernimmt. So, sind denn alle eingestiegen? Können wir denn jetzt weiterfahren? Ja, wir können. Yes, we can. Und drüben auch sehr markantes Einkaufszentrum. Da steht noch ein Schriftzug dran. Ich denke, aus markenrechtlichen Gründen konnte man den da nicht anbringen hier. Es fängt wieder an zu tröpfeln. Das LZB-Schild. Nächster Halt, Leim, Ausstieg links. So, das letzte Video war ja ein Let's Play Plus. Das ist ein neues Format, was ich bei mir in meinem Kanal eingeführt habe. Es gibt normale Let's Plays, wo ich einfach bloß spiele und aufnehme und dazu quatsche. Und dann gibt es noch die Let's Plays Plus, wo ein bisschen mehr Arbeit drin steht, wo ich versuche, ein paar Grafiken noch reinzubringen, ein paar Informationen zur Strecke, einfach mit so einem kleinen Mehrwert. Und das werde ich als eigene Serie machen und dies hier ist die zweite Folge als Let's Play Plus. Seid aber gewarnt, Let's Plays Plus heißt nicht automatisch, dass das immer Train Simulator ist. Das können auch durchaus andere Simulationen werden. Lass sie sich verlaufen. Kann ich Ihnen helfen, junge Frau? Der Zug ist links. Dann nicht. Nächster Halt, Hirschgarten, Ausstieg links.
120 schön mit Intercity. Das ist das, was wir demnächst mal fahren wollen. Wenn es denn erscheint. Nicht wenn, da habe ich keine Bedenken, sondern wann. Boah, Junge, komm. Mhm. Das ist jetzt mal eindeutig durchgerutscht, wa? So, wir nähern uns dem Ende unseres Fahrplans. Ein bisschen Verspätung. Auf 1000 Metern ist schon 80. Hier drüben auch noch was Schönes. Habe ich so gesehen. Eine 218 mit Dostos. Auch wieder wahrscheinlich für nicht elektrifizierte Strecken, dass sie noch eingesetzt werden. 120er sieht man sehr oft. In München. Würden also gut zu der Strecke passen. Nächster Halt, Donnersberger Brücke. Ausstieg rechts. Sie würden sehr, sehr zu der Strecke hier passen, schon die 220er. Und wahrscheinlich auch für die neue Strecke. Ich weiß nicht, ob Virtual Railroads deshalb noch ein bisschen wartet mit der 120. Obwohl, eigentlich unnötig. Szenarien werden ja eh immer einzeln gezeigt. Angeboten zum Download auf der Railworks-Seite. Aber ich denke, die 120 passt auch gut zu der Hamburg-Hannover-Strecke. Stehen. Ah, da ist er. Ein 628er Berufsverkehr hält nicht in Hauptbahnhof tief, sondern oben, bedient den nicht elektrifizierten Teilabschnitt. Der S-Bahn München. Drüben die ICE-Waschanlage. Ja. Hinten sind irgendwo die ICE-Werkshallen. Nächster Halt, Hackerbrücke. Ausstieg links. So, vorletzte Station, die Hackerbrücke. Mein WR hackt gerade. Okay, jetzt habe ich es wieder.
So ist gut. Letzte Station wollen wir doch noch anständig anfahren. Nächster Halt, Hauptbahnhof Tief. Dieser Zug endet hier. Ausnahmsweise. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ein paar Informationen mitgenommen zur 423, zu der Strecke. Scheibenwischer können wir ausschalten, hier im Tunnel regnet es jetzt nicht mehr. Ausstieg rechts. Und hier hinten hört die Strecke Augsburg-München auf. Sonst könnten wir nach Holzkirchen weiterfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Letzte Zeit hatte ich viel beruflich zu tun. Sehr viel. Weshalb meine Frequenz ein bisschen gesunken ist. Ich nicht jede Woche ein Video rausbringen kann. Und deshalb habe ich euch direkt auch ein Let's Play Plus gemacht. Nicht ein einfaches Let's Play. Schauen wir mal, wie das in Zukunft so weitergeht. Bis dahin, wird's vom Helden.